und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt bei mir. Für all die Neuen, herzlich willkommen in meiner kleinen Beauty-Welt und ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Und für all die anderen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute meine Pan-Challenge und zwar meine Halbjahres-Pan-Challenge für euch. Was habe ich alles aufgebraucht in 6 Monaten? Ich habe dann auch noch gewisse Skincare auch reingenommen, Handcreme und so weiter. Das habe ich allerdings nur 2-3 Monate, aber werde ich ab nächstes Jahr dann weitermachen, beziehungsweise ab jetzt wieder auch weitermachen, was ich im restlichen halben Jahr aufgebraucht habe. Genau. Alles andere, was Make-up betrifft, sammle ich jetzt wirklich schon über 6 Monate. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch sehr, sehr gerne dran und wenn ihr mein Video durchschaut, würde ich mich voll toll unterstützen. Genau, ich habe jetzt hinter mir schon alles aufgelegt, ihr seht das, ich habe schon alles sortiert und ich gehe das jetzt nach der Reihe mit euch durch, dass ich das dann einfach entfernen kann und endlich wegschmeißen kann. Ich sammle das jetzt wirklich schon 8 Monate, also wir sind eh schon über das halbe Jahr darüber hinweg, aber ja. Den Rest kriegt es dann Ende Dezember oder im Jänner, zeige ich euch das dann. So, und anfangen tue ich mit dieser Wimpernzange, die was für mich nicht mehr so gut funktioniert, wo das auch nicht mehr so gut zum Reinigen geht und die wird jetzt leider weggeschmissen. Dann habe ich leer gemacht von Glam Shop einen einzigen Highlighter. Ihr seht, das Fännchen ist leer und das auch nur, weil da ein Teil auch rausgebrochen war, aber leer ist leer, ne? Dann habe ich auch noch ein leeres Fännchen und das war ähnlich von Exosphere von Lethal Cosmetics. Genau. Und der ist teilweise runtergefallen, teilweise habe ich ihn dann noch aufgebraucht. Ja. Aber ein leeres Fännchen ist ein leeres Fännchen, ne? Dann habe ich von Revolution einen Sugar Lip Scrub und von Colourpop das Lippy Scrub und das war mein absoluter Favorit. Das tue ich extra. So, dann haben wir ein paar mehr Produkte und zwar Augenbrauenprodukte. Habe ich, es war aber ein absolutes Hassprodukt, also Hassprodukt, ich mochte es nicht, weil es so oft abgebrochen ist. 3x von Lotte London. Ich überlege gerade, ob ich das nicht gleich vielleicht vorsortieren soll. Ist, glaube ich, gescheiter, weil sonst muss ich es nachher nochmal angreifen. Dann habe ich einmal nur getestet von Frida Kohl, mal She Glam. War das ein Augenbrauenstift und das war, der hat überhaupt nicht, also mit so einem Spoolie und so einer ganz, ganz feinen Spitze, aber der hat so schlecht gemalt, das war gar nichts für mich. Urschlecht. Dann habe ich noch einen von BH Cosmetics, der Flawless Brow Filler. Ich muss mal kurz schauen, aber ich glaube, der hat mir auch nicht so gefallen. Der ist nach kürzester Zeit auch schon nicht mehr so schön gewesen. Dann habe ich einmal von Charlotte Tilbury das Brow Fix. Einmal von Sephora. Das war sehr arschig, hat mir aber auch nicht so gut gefallen. Auf die Augen und bin nachher drauf gekommen, dass da eigentlich ein Spitzer drin gewesen wäre. Ja. Der Brow Setter, 24 Stunden Brow Setter von Benefit, war ich auch nicht so begeistert eigentlich. Ja, haltet aber mir alles nicht so gut. Ne? Von Shop Misser habe ich ein Micro Brow Pen und das hat auch überhaupt nicht lang gehalten irgendwie. Schaut so aus. Brow Fixer von BH Cosmetics, nein, nicht von BH, von Beauty Bay, war eigentlich ganz gut. Dass diese Brow Pomade plus Brush war absolute Katastrophe. Da hat man einen Pinsel und da hinten hat man die Pomade drinnen. Schrecklich, dieses Ding. Das war echt schrecklich. Von Kriolan das Eyebrow Firming Gel, war ganz okay. Habe ich lang benutzt, auf alle Fälle. Der Precision I Can Find Brow Pencil von BH Cosmetics, der war gut. Und dieses Brow Gel habe ich auch gehasst. Das hat so voll geschmiert. Dann kommen wir zu Cremes. Wie gesagt, das habe ich erst 1-2 Monate oder 2-3, keine Ahnung. Es war eine Hügens Creme.
Dann eine Eye-Contour-Creme, die habe ich so hier um die Lippen herum genommen. Diese QMS Tages- und Nachtcreme, die habe ich, glaube ich, als Nachtcreme genommen. Und als Nachtcreme habe ich auch das von Avant genommen. War jetzt auch nicht so überragend. Dann habe ich ein Raumspray leer gemacht von Rituals. Ich weiß gar nicht, wie viel da drinnen ist. 50 Milliliter Reismilch und Kirschblüten. Das hat mir gut gefallen, der Schlafduft quasi. Dann habe ich noch leer gemacht bzw. ausgetrocknet. Da war ich ziemlich sauer. Diese Chrome Flakes, die waren ja so mega teuer. Dann ist leider auch ausgetrocknet von Julie Beauty, dieser Liquid Lipstick. Aber das ist der einzige. Die anderen sind noch gut. Dann habe ich das Aigo Galactic Lip Gloss, das hat mir auch nicht gefallen am Auge. Und ausgetrocknet der Chromium Liquid Eyeshadow von Natasha Denona, das ist auch sehr, sehr enttäuschend. Also, das hat mir gar nicht getaugt. Bei so teuren Produkten. Dann habe ich noch ein Gesichtsöl, das habe ich relativ lang benutzt von Love. War aber ganz gut, war mit Glitzer drinnen. Und dieses Deo habe ich dann noch leer gemacht von Respire. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war so limonig, zitronig, also zittrisch. Das Micellenwasser von Karamayu. Das habe ich aber eher nur genommen, um Swatches zu entfernen, um hier sauber zu machen. Genau. Genauso wie mit dem Handgel. Das habe ich auch leer gemacht. Matte Masky Melting Matte Cleansing Mask. Sowas liebe ich ja. Nicht sowas, sondern das. Liebe ich ja. Und von Avène ein Schaumreiniger. Das ist aber gerade so hell, dass es fast nicht aufnimmt. Dann habe ich noch das Zwei-Phasen-Ding von By Terry leer gemacht. Die Clean It Zero, dieser Cleansing Balm, der ist eigentlich ganz gut. Und vom Primark diesen Cleansing Balm, der war okay. Der war jetzt nicht so mega gut. So, dann geht es weiter mit Make-up-Produkten. Ich mache das jetzt einfach so nach der Reihe, wie ich es geschlichtet habe. Einmal das African Powder. Das hatte ich aber schon echt, echt lange. Das ist Ton. Geht mir das zu Glas? Keine Ahnung. Dann das Huda Beauty Bake It Powder. Mini Bake It Powder. Ja, das fand ich eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Das war sehr flawless. Dann habe ich zweimal Under Eye Powder, einmal von Make-up Mecca, das war ganz gut, und einmal von Look by Bieber, habe ich auch leer gemacht. Genauso wie das HD Super Matte Setting Powder von Revolution und das Expert Finish Powder von Drain It Up. Also ich habe dieses Jahr 5 Puder leer gemacht, das ist schon eine Leistung, ne? So, dann habe ich an Freckle Maker habe ich den von Shop Missa, aber der ist leider nicht gut. Der hat so ganz dick gemalt. Das hat mir nicht gefallen. Und der vom Busy Shop, der hat auch nicht lang gehalten. Das war nur so ein kleiner. Ich hatte da so zum Eintunken, ich hatte da so viele Erwartungen, da war gar nicht gut. Das Lip Gloss, das war okay, aber auch nicht so mega gut, weil das ein bisschen gebritzelt hat, glaube ich. Der Pure Nude Gloss von Drain It Up war schön, aber hat mir das Gefühl am Schluss auch nicht mehr so gefallen. Der Elf Bite Size Lip Balm, das war so ein ganz ein dicker Lip Balm, der hat mir gut gefallen, der hat sehr gut gepflegt, aber hat die Lippen ein bisschen bräunlich eingefärbt. Der Holy Grace beim Maxim Chocolate Lip Gloss, der Name ist Programm, also das hat echt nach Schokolade geschmeckt. Den habe ich dann irgendwann aussortiert, dieser Kokosdings. Der hat mir nicht so gefallen. Der war von Action. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war dieser Lip Liner von Glam Shop. Der war cremig, der war schön von der Farbe und ist jetzt auch aufgebraucht. Abgebrochen ist mir leider der BH Adapting Lip Balm. Der ist zu weich irgendwie geworden vom Piper. Und ausgetrocknet ist mir leider der Smashbox Liquid Lipstick. Den habe ich nur einmal benutzt, das ist echt schade.
Auch ein bisschen abgebrochen, aber in einer Mega-Verpackung von Pink Panda ist dieser Lippenstift. Das war mein absoluter Lieblingsstift, aber ich konnte ihn nur so drei Viertel oder Hälfte benutzen. Der ist dann leider abgebrochen. Ich wollte ihn dann als Cremeprodukt verwenden, als Liquid Blush, hat aber leider nicht funktioniert. Dann haben wir noch ein Plumping Lipgloss von Judith Williams. Das war super, sehr feuchtigkeitsspendend und hat gar nicht wehgetan, obwohl es ein Plumping ist, angeblich. Dann habe ich das Juvia's Blaze Lipgloss leer gemacht. Das war sehr, sehr toll von der Konsistenz. Ein Lippenöl von Colourpop mit, na, wie heißen die Powerpuff Girls? Ist das Glas? Nein, ich glaube, das ist. Naja, vielleicht doch. Das war okay, aber das war jetzt nicht weltbewegend. Dieser Catrice Generation Plump and Shine Lip Gloss, der war auch mega cool. Ja, den gibt es jetzt mittlerweile aber auch nicht mehr, glaube ich. Dann habe ich von Paese, das habe ich aussortiert, das war dann, es war eh nicht mehr viel drinnen, aber es war eine komische Konsistenz, die habe ich dann nicht mehr genommen. Charlotte Tilbury habe ich auch genommen. Jo. War super von der Farbe her. Das Lipgloss von dieser Goddess Glow-Reihe war auch ganz schön. Dann habe ich einen Lippenstift in der Farbe Sand Nude von Lethal Cosmetics, ist leider komplett abgebrochen und kaputt geworden. Also das ist sehr schade. Aber man kann nicht alle Lippenstifte in den Kühlschrank stellen, das geht ja auch nicht. Dann habe ich noch eins von Totale Plastic, dieses rosane. Das ist leer, aber das hat dann so ein ekelhaftes, dieser Glitzer auf den Lippen. Na, das packe ich gar nicht. Und von Look by Pieper, der Ultra Firming Lipshine. Das konnte man hier so einmal drehen, dann kam das hier vorne raus. Es war so ein Schaumstoff, ist das da vorne. Ist auch nicht sehr hygienisch und hat dann gebrisselt auf die Lippen und dann musste es weg. Also ja, relativ viele Lippenprodukte. Dann haben wir noch ein Creme, ein Liquid. Und zwar, das war ein Creme Contour. Der war aber ganz schön von der Farbe, muss ich sagen. Und von MCO Beauty Flamingo Pink, das war dieses Liquid Blush. Das war nur so eine kleine Tube, aber das war eigentlich auch ganz gut. Dann haben wir zwei Nagelprodukte sogar leer gemacht. Also einmal habe ich den Essence Extreme Shine Top Coat, ein Top Coat leer gemacht, ist krass. Ne? Da waren 8 ml drinnen und einmal Minifix und Gloss Top Coat, 5 ml. Das war vor 2 Jahren im Adventskalender drinnen, der eine zumindest. Ich glaube, der auch. Und da habe ich mich mega gefreut, dass das leer gegangen ist. Glitterprimer habe ich zwei leer gemacht. Einmal den NYX Glitter, der ist aber dann ausgetrocknet. So schlimm. Aber der Sample Beauty, den fand ich richtig, richtig gut. Und aktuell nehme ich eigentlich nur mehr meine Liquid Lipsticks, um da eine klebrige Base einfach zu schaffen und um das auch aufzubrauchen. So, jetzt habe ich diese ganzen Mascaras. Krass, oder? Das ist schon viel. Einmal die Zoeva. Die hat mir, glaube ich, gar nicht gefallen. Aber ich kann euch die Bürstchen auch zeigen, dass ihr mal die Bürstchen seht. Ich glaube, das ist ganz interessant. Da haben wir einmal so eine ganz borschige und da habe ich die sich abgestempelt, was ich, glaube ich, noch weiß. Dann die Lash Like a Boss, die habe ich relativ lang jetzt benutzt. Die habe ich, glaube ich, von der lieben Caro bekommen. Die hat auch so ein interessantes Bürstchen gehabt. Und die war gut. Dann die Sephora Size Up Mascara. Ich glaube, dass die auch dann ausgetrocknet ist. Da kam nicht mehr so viel ab. Das war so eine Mini-Größe. Die war gut, die Oh Yes Lashes Mascara von Douglas. Die ist richtig gut gewesen. Die Catrice Clement Doll False Lashes Mascara Waterproof, die hat mir, glaube ich, gar nicht gefallen. Die hat dieses Bürstchen gehabt. Dann die Art Deco Twist for Volume Mascara.
kann man da oben drehen und dann geht es Länge oder Volumen. Schaut so aus. Hat mir auch nicht so zugesagt. Die war ganz gut von Wet n Wild, die Mega Length Mascara. Die hatte so ein Bürstchen, das war eigentlich auch ganz spannend. Die Volume Million Lashes Balm Noir, die hat mir dann irgendwann nicht mehr so gefallen, weil das so ein krasser Duft einfach war auch. Die musste ich dann auch weggeben. Also das ging nicht mehr. Dann habe ich die Sandstone Grand de Noise Extreme Volume and Length Mascara. Hat mir auch nicht so gefallen, leider. Also wenige, die was mich dieses Jahr so richtig überzeugt haben eigentlich. Die Dren It Up Number One Mascara. Das ist mit so einem buschigen Bürstchen. Hat mir auch nicht so gefallen. Die weiß ich noch, die war ganz gut. Die Growing Lashes von Vibo. Also die soll ein bisschen das, dafür sorgen, dass die Wimpern auch wachsen. Und mit diesem kleinen Bürstchen war das gut, weil wenn das Bürstchen zu doll ist, dann stempelt sich das überall ab. Dann haben wir noch die Spectrum Dark Matter Mascara. Die hat mir, die war mir viel zu wenig. Die hat zwar auch so ein gebogenes Bürstchen, aber nein, das hat mir nicht gefallen. Die Yves Saint Laurent habe ich jetzt auch aussortiert. Die hat so einen orgenekelhaften Geruch. Also nicht gekippt, aber das ist einfach reines Parfum. Was braucht man das auf die Orgen? Nein, geht gar nicht. Die war gut von Love. Die Rose Sculpting Volume Mascara. Doch so eine schöne Verpackung und so ein bisschen, die war schön. Badera weiß ich nicht mehr genau, aber ich glaube, die war auch gut. Von Essence, die I Love Extreme Mascara. Die mögen ja auch viele. Na, die hat mir gar nicht getaugt wegen diesen extremen Bürstchen. Das hat abgestimmt. Nein, das hat mir gar nicht gefallen. Und sage ich ja, mir haben sehr, sehr wenige Mascaras gefallen. Und die Vicious Mascara war meine absolute Lieblingsmascara. Ich habe die auch noch im Backup. Aber ich habe noch andere, was ich testen will, deswegen, ja. Und die habe ich dann aussortiert, weil sie ja einfach schon zu alt war dann. Ne? Und ich habe auch einige, wirklich viele aussortiert, die habe ich da gar nicht mehr drinnen. Die habe ich einfach meiner Freundin weitergegeben, die, was ich nicht so lang benutzt habe. Und die sind hier dann nicht mehr drin, das waren sicher nochmal 20 oder so. Gut, machen wir weiter. Dann habe ich noch ein paar Serums, und zwar einmal das von der Juliette Williams. Das war eigentlich ganz angenehm. Einmal das Vitamin C Serum von eCooking. Ist im Sommer auch super Vitamin C. Und ja, das war für die Haare. Das ist der falsch. Und dann habe ich noch das Youth Series Rosé und Lavender Intensive Night Therapy Eye Serum. Das war super. Sowas mag ich sehr gerne. Und das mit Lavendel hat überhaupt nicht gestört. Das hat man nicht so gerochen. Als nächstes habe ich Produkte für den Körper auch noch gesammelt, aber wie gesagt, das ist noch nicht so lang her, deswegen ist nicht so viel. Von Isana die Body Lotion Glow and Shine mit Goldschimmer und luxuriösen Schaumbeerenextrakt für einen zarten Glow. War eigentlich ganz schön, nur der Schimmer war jetzt nicht so extrem. Dann habe ich noch das Body Scrub, das fand ich jetzt auch nicht so mega, weil das so mit groben Körnchen war. Dann habe ich noch von Essence Bronze This Way ein schimmerndes Bodyöl. Das war gar nichts, aber ich habe es ausgenommen, dass leer ist. Und dieses I Want You Naked Golden Glow Bodyöl, das war so gut, das war so gut, das war so ein gutes Körpergefühl und der Glow mega schön und nicht zu viel. Dann habe ich zwei Pinsel aussortiert. Ich habe wahrscheinlich noch mehr Pinsel aussortiert, aber die zwei habe ich aufgehoben. Dann habe ich einen Eyeliner von Glam Shop. Der war okay. Der war jetzt nicht mega, der war okay. Genauso wie der von NYX, der grüne, dieser Epic Wear Eyeliner. Der war mega. Das war ein grüner Glam Shop Eyeliner, so Tannenbaumgrün. Und der war so cremig und so, so toll. Von Mina 900 einen Eyeliner, der war eigentlich ganz schön. Von Make-up Mecca, den Fineliner, der hat gar nicht lang gehalten, von dem war ich nicht so begeistert.
Aigo Black Magic Liquid Liner, der war okay, der rosane. Aber der schwarze ist viel besser, das ist der beste. Dann habe ich von Kiko so einen Glitter Eyeliner, der ist auch leer. Dann habe ich den Maybelline Hyper Precise All Day Matte Liquid Liner, war okay, war auch nicht weltbewegend. Der Essence Lash Liner Princess Liner in Waterproof hat leider auch nicht so lange gehalten. Dann habe ich noch von, ich glaube Essence war das, den Under Eye Brightening Pen, also als Eyeliner, so ein ganz ein heller, cremefarbener, war auch ganz okay. Von Mina, der braune, der 15-5, ich finde, der hat nicht so lange gehalten und braun nehme ich eigentlich fast nie. Dann habe ich leer gemacht den blauen Weibo Eyeliner. Der war okay, aber war jetzt auch nicht so mega. Dann ist leider leer gegangen. Das ist von Adept Cosmetics in der Farbe Nuneon Song. Das ist so eine schöne Farbe. Leider geht da fast nichts mehr draus. Aber ich glaube, man sieht, das sind diese Multichrome Eyeliner. Nyx, den Epic Wear Eyeliner, der war zwar am Anfang schön, aber dann ist immer mehr Produkt aus der Spitze rausgetropft und dann hat der gekleckert und dann habe ich ihn weggetan. Der She Quick Eyeliner fand ich gar nicht gut. Wirklich nicht gut. Das war der Glam Shop Long Lasting Eyeliner in Pink. Der war sehr, sehr cremig und der hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich von Revolution diesen Double Ended, der war auch nicht gut. Also und urschnell leer. Dann habe ich noch den Kiko Ultimate Pen Long Wear Eyeliner. Ich glaube, den hatte ich auch nicht lange. Juvia's Blaze war okay, hat mir dann aber am Schluss auch nicht mehr so gefallen, weil er dann nicht mehr so präzise gemalt hat. Der hatte halt eine extrem lange Spitze. Lotte London Wing Woman Liner, der war auch nicht so lang und so toll. Und der Kiss war am Anfang eigentlich ganz gut, der hat auch eine Kugel drin. Ja, der war okay. Dieser hier, Aiko Black Magic Eyeliner and White Lash. Der ist mega, der hält so, so lange. Dann geht's weiter. Dann habe ich eine Fuß Gel to Oil in Peach sogar, aber das hat mich nicht gestört, weil es nur auf die Füße war. Normalerweise mache ich Pfirsich nicht so. Dann haben wir zweimal Handcremen, die waren okay, aber nichts weltbewegendes. Dann habe ich ein Sackerl mit lauter Primer: Elf Power Grip Primer, super gut. Das war der Luminizer von Essence, der war leider ein bisschen silbrig. Der war so lala. Charlotte Tilbury, gut, aber zu teuer. Spectrum Glowful Mini Hydrating and Illuminating Primer, sehr gut. Gutes Hautgefühl. Genauso wie der RMS Beauty, aber auch zu teuer, finde ich. Das war so ein Silikon für vergrößerte Poren von dieser Catching Clouds Reihe. War auch okay. NYX Honeydew Me Up, den habe ich auch nur leer gemacht, der hat mir nicht so gefallen. Dann habe ich von By Terry das Brightening CC Serum, das ist sehr, sehr gut, aber auch zu teuer. Den Professional Light Primer, das ist auch einer für vergrößerte Poren, der war okay. Smashbox Oil and Shine Control Primer, der war auch ganz schön. Und der Glowify Illuminating Primer geht so. Also auch der Duft und alles. Und am Schluss habe ich dann nicht alles rausgebracht, weil für mich jetzt nicht so das Highlight, ne? Dann habe ich Toner. Habe ich einmal Paula's Choice. Einmal den Glam Glow Supertoner. Der hat auch was gebracht, weil, was ist da drinnen? AHA oder BHA? Steht jetzt nicht drauf. Acid Solution. Aber wie gesagt, der hat was gemacht. Den habe ich aber nur am Abend verwendet.
Und dann habe ich auch noch leer gemacht den Toner von Elf, Elf Skin. Der war eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Dann geht's weiter. Und zwar habe ich für die Haare noch ein paar Produkte. Das Trockenshampoo von eCooking war okay, aber nicht um den Preis. Das Trockenshampoo von Isana war ganz schön mit Blumenduft, aber da war nicht viel drinnen. Und das war ein Haarspray Gold Texturizing Spray. 75 ml habe ich jetzt endlich aufgebraucht. Keine Ahnung, wie viel das kostet, kann ich nicht sagen. Dieses Haarprodukt war mega toll. Das war ein Haaröl mit Zimt. Also da habe ich immer an Weihnachten denken müssen. Und von Main Event Hair Tint Raspberry. Das sind meine Haare. Finde ich mega gut. Aber leider Colourpop Zoll und ja, deswegen nicht so gut für mich. Dann kommen wir zu den Concealern. Da haben wir einmal den Douglas Medium Cover Concealer, der war ganz okay. Genauso wie der NYX Can't Stop Won't Stop. Von Charlotte Tilbury, den, na, wie heißt der Liquid Concealer? Magic Away, der war super. Aber zu teuer, ne? Der KAB Concealer war eigentlich auch wirklich gut, muss ich sagen. Tuvia's Blaze war auch ganz okay, nur der war ein bisschen zu dunkel. Deswegen habe ich den gemischt. Von Kiko den Charming Escape Luminous Cushes Concealer. Das ist so ein bisschen ein Dupe zu Charlotte Tilbury, aber gibt es leider nicht mehr. Jeffree Star, viel zu hell für mich, aber ich habe es dann aufgebraucht und gemischt. Und der Nabla Regeneration Concealer ist auch mega gut. Aber relativ viele Concealer habe ich leer gemacht. So, dann geht's weiter und zwar mit Foundations. Ich habe ein ganzes Säckchen mit Foundation leer gemacht, krass, oder? Einmal Yves Saint Laurent, das war die Stick Foundation. Elf Camo CC Cream, die ist ein Dupe zu der... jetzt fällt mir natürlich der Name nicht an. Die schaut genau gleich aus. Aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Von The Ordinary habe ich auch die leer gemacht. Genauso wie von der Catrice All Matte Shine Control. Die war auch okay. Golden Rose Long Stay Matte Foundation. Aber die war nicht zu krass matt und die hat mir auch gefallen. So. Dann habe ich noch dieses Body Blur. Das habe ich in eine hellere Foundation einfach reingemischt. Hydro Hero 24 Stunden Hydrating Tinted Cream habe ich gehasst. Wirklich gehasst. Von Elf, die Flawless Satin Foundation. Das war eine mega Foundation. Die habe ich echt geliebt. Genauso wie von L'Oreal, die Perfect Match. Dieses Hot und anpassendes Make-up war mega gut für meine Haut. Auch den Skin Realist fand ich sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch von Lancôme die Stick Foundation. Von Shiseido diesen Synchro Skin Glow. Ich glaube, da habe ich zwei davon. Oder mehr. Zwei, glaube ich, waren das. Genau. Die fand ich auch richtig gut. Dann habe ich von Essence das Soft Touch Mousse Make-up in der Farbe 02. Matt Beige, das war auch sehr, sehr gut. Dass ich mir das überhaupt noch alles merken kann, wundert mich. Die Giorgio Armani, ich glaube, die war jetzt nicht so besonders. Die Lancôme Teint Idol Ultra Vert, die war eigentlich ganz schön. Die Clinique Even Better war auch ganz schön. Da war aber nicht viel drin. Und dann haben wir nochmal die L'Oreal Perfect Match Nude mit Hyaluronsäure, die war auch wirklich schön. So, jetzt habe ich mein Licht aufgedreht. Ich glaube, es war doch ein bisschen zu dunkel schon. So, jetzt machen wir weiter mit... Oh, da habe ich noch Toner vergessen. Und zwar habe ich hier noch zweimal das Pixi Glow Tonic. Zweimal. Das war okay. Das war jetzt nicht mega. Auf gar keinen Fall. Und da haben wir jetzt noch die ganzen Setting Sprays.
und Fixing Sprays, was ich aufgebraucht habe. Einmal St. Lux Setting Spray, war ganz okay. Einmal von NYX den Matte Finish Fini Matte, auch Setting Spray. Dann von CC war das, aber das hat mir nicht gefallen. Dann das Instant Matte Make-up Setting Spray, war ganz okay, da habe ich nur mein Schwämmchen eingesprüht. P2 Prep and Fix Spray, das war auch ganz gut. Genauso wie ich das Glams Shop Setting Spray für mein Schwämmchen genommen habe. Das ist toll, das ist von Spectrum mal Disney Glowful Pixie Dust Hydrating and Illuminating Mini Mist und das war mit so Goldpartikeln, das war mega toll. Dann habe ich noch das Balea Wasserspray Aqua. Ist halt ein bisschen teuer. Das ist, ich zeige euch das gleich, von Action viel cooler. Das ist so groß und 300 ml und im Balea ist drinnen 150, also nur die Hälfte. Und dann habe ich noch von LH Cosmetics On-Set Long-Lasting Setting Spray und das war einfach der beste Setting Spray, weil auch der Sprühkopf so genial war. Ich habe das aber fürs Fixieren genommen. Genau. Dann habe ich Parfums noch ein kleines Säckchen. Und da habe ich nicht so lange gesammelt. Vielleicht so 3-4 Monate. Das Larif Queen of Life war sehr, sehr gut. Das Anima Happy Spirit, das war mega gut. Das hätte ich nie erwartet, dass mir das so gefällt. Hoppala, da ist noch ein Concealer reingerutscht. Von Milk Makeup hatte ich auch noch einen Concealer. Er war aber wirklich gut. Dann von Chanel No. 5. Miro Rock On, das hat mir auch sehr gut gefallen. Amber, das war schrecklich. Das hat so schrecklich gerochen. Ja, das habe ich aussortiert. Das war vor der Christina Aguilera, weil das kann ich nicht mehr sprühen. Roma, das ist auch ein sehr schönes Parfum. Und das ist das La Vie Elle Belle, glaube ich. Das gefällt mir auch sehr gut. Das war auch super. Das Core Love in Love. Ist auch sehr schön. Und das war Jo Malone Wood Sage and Sea Salt Cologne. Ja, das war jetzt auch nicht so mega. Und das typische 4711 mit Litchi und weißer Minze hat mir auch. Und vor allem es war zum Schütten, das gefällt mir gar nicht. So, und jetzt haben wir schon das letzte Säckchen. Und zwar sind da meine ganzen, also auch erst seit 2-3 Monaten, Vitamin C Ampullen für 7 Tage. Habe ich hier gesammelt. Dann habe ich 3D Line Filler Serum von Jovena. Das war auch super. Ich glaube, das war noch besser. Das sind die Blue Light Metamorphosis Serum. Das habe ich von DK Maxx gehabt. Dann habe ich noch von James Reed die Gradual 10 Sleep Mask mit Retinol vom Abend. Und dann habe ich noch zweimal Masken von eCooking. Einmal die Peeling Maske und einmal die Nachtmaske. Die Peeling Maske war krass, also da hatte ich so arge Irritationen. Aber die vergingen dann eigentlich recht schnell und die Nachtmaske war sehr intensiv. Konnte ich aber nicht über die Nacht oben lassen, weil mir das sonst in die Augen reingekommen wäre. Und deswegen habe ich es nur ein bisschen oben lassen. Und dann habe ich noch ein paar Augenpads. Ich zähle euch das einfach nur runter, weil keine Zeit. Also es sind Marken dabei, wie Rossmann, Balea, Action, Piper und natürlich meine Golden Eye Mask, die was sehr wichtig ist. So, ich zähle mal die Augen. Also das sind, glaube ich, eh nur fast nur Augenpads. Da haben wir 1, 2, auch Beauty natürlich. 63, ja, ich glaube, das kommt gut hin für 3 Monate circa. Und ja, da kommt einiges zusammen, ne? Also das ist schon krass. Und dann habe ich auch noch 4 so Nose Strips gemacht von Biore. Die sind die besten. Und dann habe ich noch so von Disciple
diese Salicyl-Spot-Sticker. Also immer wenn ich so einen Spot habe, klebe ich mal was drauf über die Nacht und dann ist es meistens am nächsten Tag oder am Tag danach schon besser. Ja, ich sehe jetzt hinter mir, meine Sachen sind leer. Ich werde mir noch meine Top-Produkte aufheben, bin ich gerade drauf gekommen, fürs Jahresreview quasi von jeder Sparte. Meine Favoriten, weil sonst fällt mir wieder nichts ein. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und ihr lasst mir gerne ein Abo, ein Like und ein nettes Kommentar da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!